Miau, willkommen zurück zu Resident Evil. So, ich schätze, wir gehen dahin zurück, wo wir jetzt die dicke, fette Tür aufgemacht haben. Da hinten in den Raum kommen wir eh noch nicht rein. Jo. Ab geht die Party. Mir ist irgendwie kalt. Dabei sagt das Thermometer, hier sind 21,9 Grad. Das sollte doch reichen. Was ist hier eigentlich noch? Winzige Eier kleben an den Behälterseiten. Ih, das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist bestimmt von den Fliegenviechern. So, aber wo war das jetzt eigentlich? Da nicht. Ist hier unten eigentlich noch was? Jetzt sehe ich auch erst, dass die Lüftungsgitter ja so sind, dass das ein bewegliches Feld quasi ist und dass da bestimmt auch noch die Fliegeviecher rauskommen. Muss ich das jetzt mal noch mitnehmen? Ich weiß nicht. Eins, zwei. Ah, ich hab Schiss, was erwartet mich denn da hinten? Hätte ich jetzt schon. Nee. Ich überlege gerade, ob ich jetzt schon die Granaten hätte mitnehmen sollen. Oh. Ja, die Tür da unten ist ja zu. Es gibt halt noch das vierte OG. Ich wette, das ist dann der Ort. Des Endkampfes. Ah ne, wisst ihr was, ich will speichern. Tut mir leid, aber. Das ist mir gerade zu brenzlig. Weil ich das auch nicht alles nochmal machen möchte. Und ich habe das Gefühl, wir sind nah am Schluss. Und ich habe ohne Ende Ink Ribbons. Deswegen nehme ich das ja auch noch mit. Nein. Und dann, wenn der Endkampf geschafft ist, müssen wir bestimmt irgendwas mit dem Treibstoffkanister machen. Dann fliegt das ganze Ding in die Luft. So stelle ich mir das hier vor. Ganz normal. Ja, ich glaube, Granaten möchte ich. Aber die Tür war ja noch zu. Was machen wir denn jetzt? Hier will ich doch gar nicht rein. Hier will ich doch gar nicht rein. Wenn ich mal wüsste, wie lange das Spiel noch geht, ne? Was habe ich denn gerade für Granaten da drin? Normale, Ich
kann auch einfach mal alle Waffen, die ich habe, vollgeladen mitnehmen. Das wäre auch eine Idee eigentlich, oder? Ist doch auch gar nicht so doof. Nur in dem Sinne, dass wenn ich jetzt viele Sachen habe, die ich irgendwie noch einsammeln muss, ich dann keinen Platz im Inventar habe. Soll ich die Pistole hier lassen? Das wäre ein bisschen mutig, oder? Ich mach das jetzt an. Jetzt ist gerade YOLO angesagt. Da werfe ich noch so viele Türen, die noch zu sind. Ja, eigentlich ist das dumm. Ich lasse mal noch eine gute Waffe hier. Zum Beispiel die Magnum. Ah, okay. Ja, komm, es wäre auch schade, wenn die gute Munition irgendwie nicht benutzt werden würde. Scheiße, und hab... Ah, egal. Vor allem kann ich mich ja gar nicht richtig vorher ausrüsten. Ob da jetzt was Dolles kommt oder ob da jetzt wieder nur totaler Scheiß passiert. Weil ich es halt gar nicht weiß. Wollte ich jetzt hier rein, ne? Dann gehen wir mal gucken, aber ich glaube, weit kommen wir halt eh nicht. Was denn eigentlich mit Barry und Co.? Und vor allem, was ist mit Wesker? Ich glaube, dass Barry nicht der Böse ist. Jill? Chris? This is Chris! Ah! I'm alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh. It won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Hey, ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Wie ist das denn jetzt gedacht? Wie kriege ich denn Chris da? Und warum sitzt der da drin? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Wie kriege ich den da raus? Ich bin sehr verwirrt. Okay, eigentlich muss ich doch... Das Einzige, was wir jetzt wirklich noch zu tun haben, ist auch irgendwie jetzt an Treibstoff zu kommen, oder? Nur dafür? Es kann ja jetzt nicht sein, dass nur dafür das mit den ganzen Mode-Discs war. Ich bin verwirrt. So, Achtung, eventuell Crimson Head. No. Okay. Gut, jetzt sind wir den wenigstens auch los. Brandsätze. Was war das hier jetzt nochmal? Also, ich weiß es schon. Ah, noch ein Nachtankgerät. Ach, jetzt haben wir dafür eine Kapsel. Ach so. Sie haben folgendes Treibstoffkapsel. Achtung, nicht schütteln. Der Hauptbestandteil dieses Treibstoffs ist eine Nitroverbindung. Durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Ach, wirklich? Das finde ich krass, dass das jetzt so sein kann. Das heißt, ich darf jetzt nicht mehr rennen, solange ich es dabei habe. Das finde ich sehr unheimlich. Und damit müssen wir jetzt wieder ganz dahinter, ne?
Warum sind so viele Räume noch rot? Ich verstehe das nicht. Ach du Scheiße. Und dann kommen diese ganzen blöden Fliegen. Ich empfinde das gerade als Spielzeitstreckung vom Feinsten. Aber genauso würde ich auch laufen, wenn ich sowas dabei hätte. Wie kriege ich den Chris da raus? So, ich will erstmal hier rein. Weil wenn da jetzt noch Fliegen sind und ich habe kaum noch Shotgun Moon, finde ich das unwitzig. Achso, die Brandsätze wollte ich auch nochmal da rein. Ist eventuell dumm. Weiß ich halt nicht. So. Ich bin jetzt auch verschwenderisch. Und das ist mir egal. Was ist denn, wenn ich hier in dem Raum im Kreis renne? Was wird jetzt denn trotzdem? Man ist die ganze Zeit so versucht, automatisch zu rennen. Das ist schon gemein gemacht gerade. Aber da ja der Schlangengiftboy auch tatsächlich gestorben ist, glaube ich dem Spiel, dass es das in die Tat umsetzen würde. Boah, ich weiß nicht, wo es war. Ist gut, ne? Treibstoff. Darf ich jetzt wieder rennen? Eins habe ich ja trotzdem. Das heißt, wir gehen jetzt in die Mitte Richtung Selbstzerstörungsmechanismus. Und steht da mal irgendwas? Irgendwas ist doch hier in diesen Räumen noch für mich. Weiß nicht. Die Fliegen sind jetzt weg, ja? So nämlich. Scheißdinger. Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr, starten ja. Okay. Hauptaufzug. Was bringt mir das? Das ist mal ganz doof gefragt. Ich weiß es wirklich nicht. Was für ein Aufzug? Wo war der denn?
Eigentlich ist mir das gerade auch alles ziemlich egal. Ich überlege eigentlich nur, wie ich Chris da rauskriege. Naja, ich sehe auch gerade, dass schon wieder eine Viertelstunde verstrichen ist. Das heißt, der Cut steht an. Oh, ich muss ihn vorstrecken. Okay. Ja, wir kommen ja ganz gut voran. Wenn ich jetzt gerade nicht so richtig weiß. Ja, wo war dieser Aufzug denn? Naja, findet es morgen bestimmt raus. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt doch was Nettes. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.